Was kümmern mich denn andere Generationen? Die Interessen junger Leute sind doch schon genug in der Politik vertreten. Politik wurde schon immer von alten Menschen gemacht. Und das ist auch gut so. Das Wahlrecht mit 16 löst aber auch keine Generationenkonflikte. Wir sind gerade im dritten Jahr der Corona-Pandemie und wenn man sich dann rückblickend und auch gerade im jetzigen Moment anschaut, wer besonders zurückstecken musste, nämlich die Kinder, die in Kitas waren, die in den Schulen waren, die geschlossen werden mussten, die Studierenden, die nur von zu Hause aus studieren konnten, die ihren Job verloren haben, aber auch die älteren Menschen, die aufgrund ihres Risikos unglaublich eingeschränkt waren in ihrem Alltag, dann geht es, glaube ich, wirklich einfach um die verschiedenen Generationen. Und natürlich kommen dann auch Wünsche auf, Erwartungen auf, Forderungen auf. Und genau deswegen ist es, glaube ich, wichtig für uns als Politik zu schauen, dass man die Interessen nicht gegeneinander ausspielt oder sagt, wir unterstützen die Gruppe, dafür müssen die anderen weiter zurückstecken. Und deswegen brauchen wir auch eine viel größere Solidarität untereinander. Was einfach wichtig ist, dass man nicht mehr sagt, das sind junge Themen, das sind ältere Themen, sondern es sind halt gesellschaftliche Themen, die uns alle betreffen. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Fridays for Future. Es wird immer gesagt, es ist eine junge Bewegung. Und gleichzeitig gibt es ja auch Omas und Opas for Future, die auf die Straße gehen, genau für die jüngeren Generationen. Ich glaube, wir müssen komplett weg davon, dass es Themen gibt, die wirklich nur jung oder alt sind. Also Fridays for Future ist kein junges Thema, ist keine junge Bewegung, sondern es sind junge Menschen, die auf ein Thema aufmerksam gemacht haben, das uns alle betrifft. Viele haben das Gefühl, weil es junge Menschen sind, die für Future auf die Straße gehen, dass es etwas ganz weit Weges ist. Aber es ist ja eigentlich ein Thema, wo die Zukunft schon sehr nah sein kann. Und diese jungen Menschen haben so viele Leute inspiriert, mit auf die Straße zu gehen. Diese ganzen For Future Bewegungen, auch die WissenschaftlerInnen, die Omas, die Opas, die Mamas, die Papas, das ist ja etwas, was daraus entstanden ist. Und aus diesem Narrativ müssen wir raus. Es ist keine junge Bewegung, es ist kein junges Thema. Ich glaube, sowas gibt es auch einfach gar nicht. Es sind vor allen Dingen die Medien, es sind ganz häufig auch Narrative, die in der Öffentlichkeit sind. Also dadurch, dass man sehr verkürzt Dinge darstellt. Wir hatten das Beispiel Fridays for Future, aber zum Beispiel ein anderes Beispiel sind Renten. Es wird immer so getan, dass wenn die Renten steigen oder sinken, dass das etwas ist, was nur ältere Menschen betrifft, das nur eine bestimmte Gruppe betrifft. Und solange wir immer diese Zuspitzung haben, werden wir auch immer wieder so einen Generationenkonflikt anfachen. Und dieses Generationenkonflikt ist ja auch eher ein medial oder politisch aufgeladener Begriff, der im Alltag ja gar nicht so gelebt wird. Also im Alltag wird ja auch wirklich viel miteinander gelebt und ich glaube, da muss man auch viel mehr auf Sprache achten und darauf, dass man keine Spaltung herbeiführt, indem man Sachen zuspitzt oder weil es sich einfach gut anhört. Es löst sicherlich keine Konflikte, aber es führt dazu, dass wir mehr Perspektiven haben. Wenn wir jetzt gerade einfach mal schauen, beim Thema oder beim Beispiel Corona, dass wir die Perspektive der Schülerinnen und der Schüler einfach sehr lange und sehr oft unterrepräsentiert hatten. Wir haben da gar nicht drauf achten können, weil wenn man sich anschaut im Bundestag, die jüngste Bundestagsabgeordnete ist 23. Das ist natürlich super jung. Wir haben die Perspektiven der jungen Leute im Bundestag, auch bei uns in der Bundestagsfraktion, aber nicht die Schülerinnen und Schüler. Und das lässt sich nur durch das Wahlrecht ab 16 lösen oder zumindest ansatzweise einfach auch Einfluss nehmen. Also ich habe mir selber vorgenommen, dass ich mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommen möchte. Ich möchte vor allen Dingen auch den Menschen zeigen, dass nur weil ich eine junge Abgeordnete mit Migrationshintergrund bin, dass ich keine Politik mache nur für junge Menschen, nur für Frauen oder für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern einfach, dass es wirklich etwas ist, was ich gesamtgesellschaftlich sehen möchte. Und ich habe im Wahlkampf und in den letzten Monaten im Wahlkreis gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich sehe es auch so ein bisschen als meine Aufgabe für die nächsten 4 Jahre, einfach auch Leute zusammenzubringen. Also wirklich auch jüngere Leute mit älteren Menschen ins Gespräch zu bringen, in Austausch zu kommen und vor allen Dingen diese Solidarität zu schaffen, die so wichtig ist, damit es wirklich gerecht zugeht.